Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, heute die Ausstellung eines jungen, aber nicht nur in der Schweiz und in Russland, sondern auch in der Welt bekannten russischen Künstler Alex Doll eröffnen zu dürfen. Dieses Jahr feiern wir 200 Jahre Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Russland. Aber die gemeinsame Geschichte ist 15 Jahre früher angefangen. Und zwar mit dem Feldzug von General Suworow durch die Schweiz. Wir feiern dieses Jahr 215 Jahre von diesem Feldzug. Wir haben mehrere Veranstaltungen in der ganzen Schweiz aus diesem Anlass organisiert. Aber es gibt noch ein Datum, das wir auch dieses Jahr im September gefeiert haben. Wie Sie wohl aus der Geschichte wissen, die Armee von General Suworow kam in die Schweiz, um das Korps von Rimski-Korsakow in der zweiten Schlacht bei Zürich zu unterstützen. Aber sie hatten falsche Karten von österreichischen Partnern bekommen. Den Weg gab es nicht damals am Luzerner See. Und da wurde das Korps von General Korsakow bei Zürich in Unterengstingen geschlagen. Und wir haben an die gefallenen Soldaten 2004 dort eine Gedenkstätte eingeweiht, in Unterengstingen, gerade an diesem Schlachtfeld. Und dieses Jahr feiern wir 10 Jahre nach der Einweihung dieses Gedenksteins. Und der Kosakenverein von Russland, der heute von Frau Elena Stribuk vertreten ist, die haben eine Ehrenmedaille zum Andenken an die Einweihung vor 10 Jahren gemacht. Und diese Medaille möchte ich jetzt dem Direktor des Suworow-Museums in Linthal übergeben. Ich möchte gerne noch ein paar Worte sagen über den Künstler. Alex Doll wurde wirklich 1990 in Orenburg geboren. Und da kam er in die Schweiz vor 5 Jahren, wo er an der Kunstschule in Bern studiert hat. Und er ist einmal den Suworow-Weg gegangen und wurde von den Orten, die mit dem Namen Suworow verbunden sind, sehr fasziniert. In der Kunstgeschichte kennen wir Dutzende, ich würde sagen hunderte Porträts von Suworow. Es sind auch sehr viele Bilder, wo die Schlachtfelder dargestellt sind, bekannt. Aber es ist sehr, sehr selten, dass in den Bildern die Orte, die heutigen Orte, dargestellt werden, die mit dem Namen Suworow verbunden sind. Und gerade das hat der Künstler in seinen Werken für uns präsentiert. Es sind unsere Tafeln, angefangen mit Tremula, dann die Totenkapelle auf dem St. Gotthard, das Suworow-Denkmal von Tugarinow aus dem Jahr 1999, das Suworow-Haus in Andermatt, die Teufelsbrücke, das Russendenkmal in der Schollene, das Suworow-Haus in Altdorf, das St. Josef-Kloster im Murtertal, das neue Denkmal, das gerade vor 2 Jahren eingeweiht wurde im Kanton Glarus, der russische Soldat, wo wir gerade heute waren und die Blumen niedergelegt haben. Und zum Schluss hat er ein Bild gemalt, das
sehr gerne von Baron von Falsweit gewünscht wurde, und zwar Balzers. Weil Baron von Falsweit hat entdeckt, dass die Armee von Generalissimus Suworow auch ein paar Tage in Liechtenstein blieb. 10 Tafeln, die wir heute zu bewundern haben. Ich freue mich sehr, dass für seine künstlerische Tätigkeit Doll zum Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Künste wurde. Er wurde auch für seine Verdienste mit einem Verdienstkreuz der Russischen Akademie der Künste dieses Jahr ausgezeichnet. Er ist, würde ich sagen, in der Schweiz mehr bekannt als in Russland mit seinen Ausstellungen überall in der Schweiz. Die Ausstellung, die wir heute uns anschauen können, die wurde ausgestellt im Mai im Museo Nazionale del San Gotardo. Dann wurde sie im August eingeweiht im Municipalmuseum in Bayern. Und ich freue mich, dass auch im Kanton Glarus wir heute diese Ausstellung im Suworow Museum Linthal eröffnen dürfen. Wir haben auch schöne Ansichtskarten gemacht, wo alle Sujets dargestellt sind. Und diese Ansichtskarten sind erhältlich im Museumsshop für 10 Franken. Mit diesen 10 Franken unterstützen Sie das Museum. Es sind alle Bilder da, die wir hier uns anschauen können, alle 10. Und der Künstler, ich glaube, er würde nichts dagegen sein, wenn er dann für Sie ein paar Exemplare signieren würde. Am kommenden Freitag wird die Ausstellung von Alex und seiner Freundin und Künstlerin Nathalie Grofko in Basel eröffnet werden. Die Ausstellung heißt Das Duett. Alex Doll und Nathalie Grofko. Dort werden die grafischen Arbeiten von Alex verbunden mit den Aquarellen von Nathalie Grofko verbunden. Wir laden Sie auch heute herzlich ein zur Vernissage nach Pratteln in Basel. Die Eröffnung findet am Freitag nächste Woche um 6 Uhr in der Galerie Weiler Collection statt. Ich wünsche dem Künstler weiterhin viel Erfolg. Ich möchte ganz herzlich danken allen, die an der Organisation der Ausstellung geholfen haben. In erster Linie Herrn Gehler und seiner Familie, weil ohne ihre Unterstützung wären wir nicht da heute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie unserem Anliegen sofort unterstützt haben und ganz neu diesen Ausstellungsraum gestaltet haben. Mein Dank geht auch an Frau Kulturattaché Irina Archipova, die auch politisch und organisatorisch das ganze Projekt unterstützt hat und dann in den kommenden Jahren als meine Nachfolgerin für die Suworow-Angelegenheiten tätig sein wird. Mein Dank geht auch an Frau Irina Strebuk, Vertreterin vom Kosakenverein der Russischen Föderation, die immer tatkräftig unsere Projekte im Zusammenhang mit Suworow und Rimski-Korsakow unterstützt. Danke möchte ich auch Julia Ilgina, die auch sehr viel macht für Suworow-Verein in der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass heute mehrere Kantone der Schweiz in Linthal vertreten sind. Ich sehe meine Freunde aus dem Kanton Tessin, aus dem Kanton Graubünden, aus dem Kanton Bern, aus dem Kanton Glarus, aus dem Kanton Schwyz. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich so weit nach Linthal gekommen sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich möchte Ihnen noch eine spannende Ausstellung wünschen und einen
schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Schluss möchte ich noch gerne dem Museum noch ein kleines Geschenk übergeben. Ich möchte Frau Stirner das E-Book bieten auf die Bühne. Wir möchten dem Museum noch eine Replike der Karte aus dem Jahre 1799, die im russischen Militärarchiv von Jelena gefunden wurde, möchten wir dem Museum übergeben. Herr Geller, das ist für Ihr Museum. Leider ist es kurz eine Replike. Wir sehen, wie dann, wo noch keine Straße gibt, am Vierballständer sehen. Das kann man alles sehen. Vielen herzlichen Dank.